Weiße Zähne, blitzblanke Kochtöpfe und nebenbei der beste Kuchenbäcker. Backpulver ist eine Allzweck-Wunderwaffe und sollte in keinem Haushalt fehlen. Das weiße Pulver kann aber noch viel mehr, vor allem für deinen Körper. In diesem Video nennen wir dir 5 nützliche Anwendungen, für die du Backpulver benutzen kannst. Doch bevor wir damit beginnen, würden wir uns noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst. Und schreib uns in den Kommentaren auch, über welche Lebensmittel wir noch ein Video machen sollen. Denn so unterstützt du uns dabei, in Zukunft noch viele weitere tolle Videos hochladen zu können. Erstens, gegen Sodbrennen. Du hast eine schwere, säurehaltige Mahlzeit oder zu viel Alkohol zu dir genommen und verspürst nun einen Säurenschmerz oberhalb des Magens? Kein Problem. Schon zu Großmutters Zeiten war Natron ein schnelles Notfallmittel gegen Sodbrennen. Einfach einen Teelöffel Natron in einem Glas Wasser auflösen und zügig trinken, damit sich die Magensäure schnell neutralisiert. Zweitens, Pickelkiller. Der schnellste Weg, um lästige Pickel loszuwerden, ist die Herstellung einer Paste aus 2 Esslöffeln Backpulver und 2 Esslöffeln Wasser. Die Paste direkt auf die unreinen Stellen auftragen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und anschließend mit warmem Wasser abwaschen. Drittens, Juckreiz bei Insektenstichen mildern. Mückenstiche sind lästig und gerade im Sommer keine Seltenheit. Salben aus der Apotheke lindern zwar den Juckreiz, sind aber gar nicht nötig. Genauso reizmildernd und viel günstiger ist Natron. Einfach etwas Natron mit Wasser mischen und den Brei auf den Insektenstich oder die irritierte Haut auftragen. Etwa 10 bis 30 Minuten warten und anschließend mit Wasser abwaschen. Viertens, lästige Gerüche beseitigen. Ob lästiger Käsegeruch im Kühlschrank oder Schweißgeruch in den Sportschuhen, der Allrounder Backpulver bindet diese strengen Gerüche und sorgt für neutrale Duftverhältnisse. Im Kühlschrank reicht ein Teller mit Backpulver. Einfach über Nacht stehen lassen, bei Bedarf wiederholen. Fünftens, Fußpilz bekämpfen. Selbst bei Fußpilz bleibt dir der Gang zur Apotheke erspart. Anstatt der teuren Fußpilzsalbe greife auf das Allrounder-Hausmittel Backpulver zurück. Ein Fußbad, 15 bis 30 Minuten mit einer halben Tasse Backpulver und ein paar Tropfen Teebaumöl bewirkt wahre Wunder. Hast du schon mal Backpulver verwendet? Trifft einer der oben genannten positiven Effekte auf dich zu? Findest du unsere Tipps gut oder schlecht? Welche Tipps und Tricks rund um Lebensmittel hast du noch so für unsere Community? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und aktiviere unbedingt die goldene Glocke, damit du in Zukunft keines unserer zahlreichen Videos verpasst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da, denn so unterstützt du uns dabei, in Zukunft noch viele weitere tolle Videos hochladen zu können. Schau am besten auch sofort bei unserem neuen Kanal Blissbow vorbei, wo wir jede Woche eine Vielzahl an abwechslungsreichen und interessanten DIY- und Lifehack-Videos hochladen. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag.